Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Gregory DeVillis. Gregory T. DeVillis oder Greg, wie er eigentlich von Familie und Freunden nur genannt wurde am 12. November 1973 in Park Ridge, Cook County, Illinois in den USA geboren. Er war der älteste Sohn von Eve und Marie DeVillis. Er hatte noch zwei jüngere Brüder mit den Namen Jerome und Bertrand. Leider lässt sich über Greg nicht besonders viel herausfinden. Ihr wisst ja, dass eigentlich ein großer Fokus in meinen Videos immer ist, wer die Opfer waren, was ihre Hobbys waren, ihre Ambitionen im Leben waren. Und hier ist die Quellenlage tatsächlich sehr frustrierend. Deswegen kann ich euch über Greg als Person nicht so viel mitgeben. Seine Familie war finanziell sehr gut gestellt. Sein Vater war Schönheitschirurg, er kam aus Monaco. Greg und seine Brüder haben die besten Schulen besucht, haben eine gute Erziehung genossen und dann auch später eine gute Ausbildung gemacht. So hat Greg sich dann nach seinem Schulabschluss an der University of California in San Diego eingeschrieben und hat angefangen, Biologie zu studieren. Da die Quellenlage so dünn ist, treffen wir Greg erst im Dezember 1994 wieder. Hier war auf einem kleinen Urlaubstrip zusammen mit seinen Brüdern in Chula Vista in der Nähe von der Brücke zu Tijuana. Und auf dieser Brücke sollte Greg dann 1994 eine Bekanntschaft machen, die sein komplettes Leben veränderte. Zusammen mit seinen Brüdern ging er über die Brücke. Vor ihm lief eine junge Frau, nicht älter als 18, 19 Jahre alt. Sie hatte eine Jacke unter ihren Arm geklemmt, lief relativ schnell und wirkte auch etwas aufgelöst. Die Jacke fiel runter, sie bemerkte das nicht und Greg hat sie dann für sie aufgehoben und ihr hinterhergetragen. Er sprach sie an und aus diesem ersten Gespräch sollte eine intensive Beziehung werden. Die junge Frau, die er angesprochen hatte, war die 18-jährige Kristen Russell. Auch Kristen kam aus einem finanziell sehr gut gestellten Elternhaus. Die Familie lebte eine Zeit lang in LA, dann später in Virginia und Kristen hat in dieser Zeit einige sehr, sehr gute Schulen besucht. Allerdings ist sie hier auch recht früh in Kontakt mit Alkohol und Drogen gekommen. Sie hat sehr früh angefangen, Bier zu trinken, hat dann später Crystal Meth probiert und ist süchtig geworden. Ihre Eltern hatten immer wieder versucht, sie davon irgendwie loszubekommen, haben versucht, sie in verschiedene Programme einzuschreiben und hatten auch eigentlich den Eindruck, dass Kristen ihr Leben wieder im Griff hatte. Sie hat ihren Highschool-Abschluss geschafft und hat sich dann auch an der Uni eingeschrieben. Allerdings ist sie dann am College, in diesem Wohnheim, in dem sie gelebt hat, wieder sehr schnell in Kontakt mit der Droge gekommen, die schon einmal so kurz davor gewesen war, ihr Leben zu ruinieren. Sie hat in dieser Zeit auch viel Alkohol getrunken, viel Bier getrunken, sie hat Marihuana und Meth konsumiert und die Beziehung zu ihren Eltern ist immer mehr in die Brüche gegangen über die nächsten Monate. Sie haben gemerkt, dass Kristen ihnen irgendwie entgleitet, konnten sie aber nicht wirklich greifen, konnten ihr nicht wirklich helfen und auch an der Uni haben ihre Leistungen dann immer mehr nachgelassen, weswegen sie dann kurz davor war, exmatrikuliert zu werden. In diesem Dezember ist sie angeblich ohne Plan einfach losgefahren und dann am Ende eben auf dieser Brücke gelandet. In einigen Quellen wird jedoch angedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass Kristen dort war, weil sie auf der Suche nach Dylan war. Als Greg sie an diesem Tag auf der Brücke traf, hat er direkt gesehen, dass Kristen aufgelöst war, dass sie sich verloren fühlte, dass sie nicht wusste, wohin, dass sie Angst hatte, traurig war, verzweifelt war. Und er konnte sie nicht einfach so gehen lassen. Sie war zudem eine sehr hübsche junge Frau. Sie war gerade mal 18 Jahre alt. Und er hat sie dann gefragt, ob sie vielleicht Lust hat, mit ihm und seinen Brüdern ein bisschen rumzuhängen und was zu machen. Sie ist dann mit ihnen mitgegangen und hat auch in dieser Nacht bei Greg dann geschlafen und danach haben die beiden eigentlich jede freie Sekunde miteinander verbracht. Greg war sehr gegen jegliche Art von Drogen, sogar gegen Medikamente, die man einfach so nimmt, gegen Kopfschmerzen. Er hat davon allgemein überhaupt nichts gehalten und hat dann versucht, ihr so ein bisschen aus der Lage herauszuhelfen. Er wollte für sie da sein, er wollte ihr helfen und er hatte auch den Eindruck,
dass sie wirklich Hilfe wollte, dass sie nicht in diesem Sumpf untergehen wollte, dass sie sich selbst noch nicht ganz aufgegeben hatte. Kristen ist dann bei Greg eingezogen und seine Familie, insbesondere seine Brüder, waren sehr gegen die Beziehung. Sie haben ihm gesagt, dass Kristen kein guter Einfluss war, dass er ihr nicht helfen konnte. In der Zeit, in der sie dann dort in seinem Apartment gelebt hat, sind wohl auch einige Sachen einfach verschwunden. Seine Brüder waren der Meinung, dass sie das irgendwie mitgenommen hat, das vielleicht irgendwo vertickt hat, um an Drogen zu kommen. Aber Greg wollte Kristen nicht aufgeben und es schien so, als ob seine Bemühungen schon relativ schnell Früchte getragen haben. Denn im Mai 1995 hat Kristen dann wieder mehr Kontakt zu ihren Eltern gesucht. Es schien so, als ob sie sich langsam wieder fassen würde. Sie hat sich für Biochemie an der gleichen Uni eingeschrieben, an der auch Greg studierte. Und Kristens Familie sollte später sagen, dass Greg für sie wie ein Engel war. Dass sie überhaupt nicht verstehen konnten, wo er auf einmal herkam, aber dass er alles zum Besseren gewendet hat in Kristens Leben. Dass er sich wirklich sehr für sie eingesetzt hat und ja, dass sie nicht wissen, wo sie sonst gelandet wäre oder was sonst mit ihr geschehen wäre. Die Beziehung zwischen den beiden hielt. Kristen schien immer stabiler zu werden und im Juni 1999 haben die beiden sich dann das Ja-Wort gegeben. Greg war, was Beziehungen anging, schon so ein bisschen vorgeschädigt, weil seine Eltern sich hatten scheiden lassen und er mit dieser Scheidung sehr zu kämpfen hatte, mit dem Gedanken daran, dass seine Eltern nicht mehr zusammen waren. Und umso höher waren jetzt seine Ansprüche an diese Ehe. Er wollte, dass es wirklich hielt. Er wollte bedingungslos für Kristen da sein und hat auch immer nur in den höchsten Tönen von ihr gesprochen. Es gibt ein Video, das auf der Hochzeit aufgenommen wurde, wo Greg freudestrahlend erzählt, dass er gar nicht abwarten kann, sein komplettes Leben mit Kristen zu verbringen. Nach außen hin schien diese ganze Beziehung also wirklich perfekt zu sein. Und auch Kristen wirkte zunächst auf Außenstehende sehr, sehr glücklich. 6 Monate nach der Hochzeit hat Kristen dann ihren Abschluss in Biochemie gemacht und Greg hat einen Job angenommen bei der Firma Orbigen und hat hier unter anderem als Development Manager gearbeitet. Kristen hat ebenfalls schnell einen Job gefunden. Sie war als Toxikologin angestellt bei der Gerichtsmedizin vom San Diego County. Nach außen hin schien das Ganze wie eine wunderschöne Liebesgeschichte, eine Erfolgsgeschichte. Eine Geschichte, in der 2 wunderschöne junge Menschen sich gefunden haben, eine Person in der Beziehung ein bisschen mehr Probleme hatte, aber eben durch diese Beziehung zu Greg mehr Kraft fassen konnte und nun wieder fest im Leben stand. Nach außen schien alles perfekt, Greg schien glücklich, er hat auch Freunden und Familie gegenüber gesagt, dass er es nicht abwarten konnte, mit seiner Frau Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. Er wollte nur Töchter haben und hat auch schon die ganzen Familienausflüge geplant, hat schon für die ganzen nächsten Monate, die nächsten Jahre Trips nach Mexiko, Ausflüge zum Fischen, schöne Strandurlaube, also wirklich alles durchgeplant. Nach außen hin schien es so, als ob Greg wirklich zufrieden war und sich sehr auf sein weiteres Leben mit Kristen freute. Doch dass dieser Eindruck eines Bilderbuchlebens nicht ganz der Wahrheit entsprach, das sollte sein ganzes Umfeld dann im November 2000 mit einem Schlag erfahren. Am 6. November 2000 um 21.15 Uhr ging ein Notruf ein. Am Telefon war Kristen Russom. Sie war vollkommen aufgelöst, sagte, sie hätte gerade ihren Ehemann im Bett vorgefunden. Sie ging davon aus, dass sie sich das Leben genommen hatte. Er atmete nicht mehr und ihr wurde dann aufgetragen, zu versuchen, erste Hilfe zu leisten. Sie hat ihn dann vom Bett gezogen und hat das probiert, bis die Notfallsanitäter vor Ort waren. Greg lag mit dem Gesicht nach oben am Boden des Schlafzimmers zwischen dem Bett und der Kommode. Die Sanitäter konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Sie haben in der Nähe von seiner Leiche dann auch ein Foto gefunden von seiner und Kristens Hochzeit. Außerdem einige Rosenblätter, die im Schlafzimmer verteilt worden waren. Und dann später auch im Haus einen zerrissenen Liebesbrief. Es war kein Liebesbrief, den Greg Kristen geschrieben hatte oder andersrum. Es war ein Liebesbrief, den Kristen von ihrem Boss bekommen hatte. Dazu später mehr. Kristen hat der Polizei und den Sanitätern gegenüber direkt gesagt, dass sie der Meinung war, dass Greg sich selbst das Leben genommen hatte. Er sei schon länger sehr depressiv gewesen. Er hätte von ihrer Affäre gewusst, auf die wir, wie gesagt, gleich noch genauer eingehen werden. Und sie hätten da eine Auseinandersetzung deswegen gehabt. Er wäre nicht mehr wirklich zurechtgekommen. Und sie nahm an, dass er sich selbst das Leben genommen hatte mit
Medikamenten, die sie einst bekommen hatte, um über ihre Drogensucht hinwegzukommen. Für sie passte das alles ins Bild und es klang auch schlüssig, so wie sie es zunächst erzählte. Sie sagte, es hätte ein intensives Gespräch zwischen ihr und Greg gegeben, erst wenige Tage zuvor. Und in diesem Gespräch hat sie ihm gesagt, dass sie nicht mehr an die Ehe glaubt, dass sie nicht glaubt, dass es da noch was zu retten gibt und dass sie ausziehen wollte. Er hätte das Ganze nicht gut aufgenommen, hätte wütend und traurig reagiert, sehr viel Alkohol getrunken und dann irgendwann auch angefangen, alte, verschreibungspflichtige Medikamente zu nehmen, die eigentlich ihr verschrieben worden waren, wie gesagt, um über diese Drogensucht hinwegzukommen. Auch die Rosenblätter, die man im Schlafzimmer gefunden hatte, konnte sie in diesem Kontext erklären. Sie sagte nämlich, dass er ihr wenige Wochen zuvor zu ihrem 24. Geburtstag Rosen geschenkt hatte und ja, sie war der Meinung, dass das in Kombination mit diesem Foto von ihrer Hochzeit ein letztes Zeichen an sie war, dass es vielleicht auch den Tod ihrer Liebe oder ihrer Ehe zeigen sollte. Und wie gesagt, für die Ermittler und für die Sanitäter machte das alles zunächst Sinn. Sie haben sich dann natürlich trotzdem genauer mit Kristens Affäre beschäftigt. Diese Affäre hatte schon Anfang 2000 begonnen. Der Mann, mit dem Kristen eine Affäre hatte, heißt Michael Robertson. Er ist ein berühmter australischer Toxikologe und er war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls verheiratet. Er hat aber trotzdem ihr dann immer wieder E-Mails geschrieben, ihr Geschenke geschickt. Es ging wohl recht schnell, dass die beiden dann angefangen haben, intimer zu werden und sich, wie gesagt, auch Liebesbriefe geschrieben haben, viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber das Ganze hatte Greg nicht erst vor kurzem erfahren, sondern schon im Juni oder Juli 2000, also Monate bevor er dann schließlich verstarb. Gregs erste Reaktion auf die Affäre war Wut und Enttäuschung und er hat Michael dann direkt angerufen, ihn angeschrien, er solle sich von Kristen fernhalten, hat dann auch sehr viel Zeit im Bett verbracht und auch Michael wurde wohl in den Monaten vor Gregs Tod wiederholt angezählt von seinem eigenen Vorgesetzten, der ebenfalls schon mitbekommen hatte von dieser Affäre. Also das war unter keinen Umständen irgendwas, wo man sagen könnte, das wurde komplett unterm Teppich gehalten, sondern das war sehr offensichtlich, dass die beiden intim miteinander waren. Spätestens ab Oktober 2000, da waren Michael und Kristen nämlich zusammen auf einer Konferenz und haben hier ganz offen auch vor Kollegen sich gegeben wie ein Pärchen, obwohl Kristen nach wie vor mit Greg verheiratet war, Michael nach wie vor verheiratet war und die Kommunikation zwischen Kristen und Greg wohl auch eigentlich so war, dass sie ihrer Ehe noch einmal eine Chance geben wollten. Doch die Affäre war nicht das einzige dunkle Geheimnis in dieser Ehe, denn da gab es noch etwas anderes. Kristen hat kurz nach dieser Konferenz im Oktober dann auch angefangen, wieder Meth zu nehmen und hat auch das eine ganze Zeit lang vor Greg verheimlicht, bis er wirklich mitbekommen hat, was eigentlich los war. Für ihn ist in diesem Moment wirklich eine Welt zusammengebrochen. Sie hat dann auch später der Polizei von einem Moment erzählt, am 2. November, also wenige Tage vor seinem Tod, als sie im Wohnzimmer saß. Greg war gerade irgendwie unterwegs oder bei der Arbeit und sie lag auf der Couch und hat einen Liebesbrief von Michael gelesen. Greg kam unerwartet ins Wohnzimmer. Er ist früher nach Hause gekommen. Sie hat noch versucht, den Brief irgendwie wegzustecken, aber er hat ihn sofort gesehen und soll ihr diesen Brief dann laut Kristen aus der Hand gerissen haben, sie auf den Boden gedrückt haben und seine Faust zum Schlag erhoben haben, bevor er dann ja wieder zu sich kam und gemerkt hat, was er da gerade eigentlich tut. Er war dann wohl auch super erschrocken von sich selbst, dass er überhaupt diesen Impuls verspürt hatte, Kristen körperlich Gewalt anzutun und hat sich dann wieder zurückgezogen. Kristen soll daraufhin den Brief zerrissen und weggeworfen haben, aber sie behauptete der Polizei gegenüber, dass Greg noch tagelang versucht hat, im Müll irgendwie alle Fetzen von diesem Brief zusammenzusammeln und den Brief neu zusammenzusetzen, um zu lesen, was darin stand. Am Abend des 5. November hat Greg sich laut Kristen dann erneut ganz anders verhalten als sonst. Er hatte wieder einen sehr starken Gefühlsausbruch, hat sie angeschrien und hat von ihr verlangt, dass sie ihren Job kündigen solle. Denn ansonsten drohte er an, zu ihrem Arbeitgeber zu gehen und nicht nur von der Affäre, sondern auch von dem Drogenkonsum zu erzählen, was dann natürlich zu ihrer Kündigung geführt hätte.
Am nächsten Morgen soll er sich laut Kristen dann bei ihr entschuldigt haben und gesagt haben, er wisse auch nicht genau, was los war. Und er war irgendwie nicht ganz bei sich. Er hat wohl aber an diesem Morgen vom 6. November laut Kristen auch schon gelallt und wirkte so, als ob er immer so ein bisschen abdriftete, weswegen sie dann bei seinem Arbeitgeber angerufen hat und ihn für den Tag als krank meldete. Die Ermittler wollten dann natürlich den kompletten Tagesablauf von Kristen hören. Sie erzählte, dass sie bei Gregs Arbeit angerufen hat, sie hat ihn krank gemeldet. Daraufhin ist sie dann zur Arbeit gefahren, wo sie eine Auseinandersetzung mit Michael hatte, mit ihrem Boss, mit dem sie auch eine Affäre hatte, weil er bei ihr Meth gefunden hat in ihrem Schreibtisch. Da gab es einen Riesenstreit, der auch in Tränen geendet hat und sie ist dann wieder zurück nach Hause gefahren, um sich zu sammeln. Zu diesem Zeitpunkt, sagt sie, hat Greg einfach im Bett gelegen und geschlafen. Sie ist dann zurück zur Arbeit gefahren und gegen Mittag wiedergekommen, hat eine Suppe gemacht. Und auch Greg hätte zu diesem Zeitpunkt dann kurz das Bett verlassen und ein bisschen Suppe gegessen und soll ihr bei dieser Gelegenheit auch gesagt haben, dass er eins ihrer alten Medikamente hatte nehmen müssen, um überhaupt einschlafen zu können. Angeblich hatte ihr gesagt, dass er Oxycodon und Clonazepam genommen hat. Sie ist dann wieder zurück zur Arbeit gefahren, kam dann gegen 3 Uhr wieder nach Hause, weil dann auch Michael Feierabend gemacht hat. Aber sie und Michael haben sich dann noch eine ganze Zeit lang vor ihrem Apartment unterhalten, über ihren Rückfall gesprochen und auch über Zukunftspläne gesprochen und darüber, dass Kristen ausziehen wollte. Das Gespräch dauerte insgesamt 2 Stunden. Erst gegen 17 Uhr ist Kristen dann laut ihren Aussagen ins Apartment zurückgegangen. Greg habe immer noch geschlafen, sie hat sich dann was zu essen gemacht, ihm auch ein bisschen was in den Kühlschrank gestellt. Sie hat dann gegen 18.30 Uhr wieder die Wohnung verlassen und ist einkaufen gegangen. Sie kam erst gegen 20 Uhr wieder. Greg soll zu diesem Zeitpunkt immer noch geschlafen haben. Sie hat ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und ist dann in die Badewanne gegangen. Erst als sie dann um kurz nach 9 aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer gegangen ist und nach Greg gesehen hat, soll ihr dann aufgefallen sein, dass er kalt war, dass er nicht mehr atmete und auch sonst auf nichts reagierte. Und daraufhin hat sie dann den Notruf gerufen. Beim allerersten Kontakt, den Kristen mit den Sanitätern hatte, soll sie gesagt haben, dass sie nicht genau weiß, was passiert ist, obwohl sie das Wort Suizid vorher schon einmal in den Mund genommen hatte. Sie hat dann später gesagt, dass er vielleicht Oxycodon genommen hat. Und dann im Krankenhaus hat sie noch einmal einer Krankenschwester gegenüber erwähnt, dass ihr Ehemann sich wahrscheinlich mit Oxycodon überdosiert hätte. Diese Theorie von Kristen, dass Greg sich selbst umgebracht hatte mit einer Überdosis Oxycodon, was ein sehr hochdosiertes Schmerzmittel ist, schien sich dann auch bei einer Routineautopsie zu bestätigen. Dr. Brian Blackburn aus der Gerichtsmedizin des San Diego Countys hat verzeichnet, dass es eine frühe Entzündung der Lunge gegeben hätte bei Greg, was darauf zurückzuführen ist, dass er nicht bei Bewusstsein war, dass er nicht tief genug geatmet hat und dass sich deswegen verschiedene Flüssigkeiten und Sekrete angesammelt haben in seiner Lunge. Er war zu dem Zeitpunkt, als die Sanitäter eintrafen, schon mindestens eine Stunde tot und seine Blase war extrem voll, was darauf hinweist, dass er eine sehr lange Zeit lang bewusstlos gewesen ist. Denn der Stand, in dem seine Blase zu dem Zeitpunkt war, das wäre nichts, was jemand, der bei vollem Bewusstsein ist, wirklich aushalten kann. Das wäre sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Diese beiden Umstände, der Zustand von Gregs Lunge und seiner Blase, ließen Blackburn dann schlussfolgern, dass Greg schon mindestens 6, wenn nicht sogar 12 Stunden bewusstlos gewesen ist, bevor er starb. Die komplette Geschichte schien von außen erstmal voll und ganz Sinn zu machen. Greg hatte Zugang zu Medikamenten. Kristen gegenüber soll er erwähnt haben, dass er Medikamente genommen hat. Er war in einer sehr, sehr schwierigen Position in seinem Leben. Auch Kollegen von ihm haben erzählt, dass er sehr unglücklich gewirkt hat. Natürlich, weil seine komplette Ehe einfach auf der Kippe stand. Und auch die ganze Szenerie, in der man Greg gefunden hat, mit den Kommentaren von Kristen dazu, was das vielleicht alles zu bedeuten hatte oder was er damit sagen wollte, schien zunächst Sinn zu machen für alle. Und zunächst wurde auch Suizid eingetragen als Todesart. Allerdings hat Gregs Familie sich von Anfang an sehr, sehr stark gegen diese Theorie gewehrt. Sie haben von Anfang an gesagt, Greg hätte sich niemals das Leben genommen, schon gar nicht mit Medikamenten. Er hätte sehr viele Pläne für die Zukunft gehabt und natürlich war diese Situation mit Kristen furchtbar und auf jeden Fall hätte ihn das sehr mitgenommen, aber niemals hätte er sich nach ihrer Einschätzung
das Leben nehmen wollen. Auch seine Kollegen haben gesagt, dass er zwar ein bisschen traurig gewirkt hat, dass er aber eine sehr vielversprechende Karriere vor sich hatte, dass er noch Pläne gemacht hat für seinen Geburtstag und so weiter. Also, dass er auch wirklich nach wie vor Pläne für die Zukunft hatte. Und all diese Einwände haben es dann ganz kurz vor der Einäscherung von Gregs Leiche noch geschafft, dass die Polizei das Ganze aufgehalten hat. Denn Kristen hatte, sobald die erste Autopsie durch war, direkt Unterlagen unterschrieben, um Greg einäschern zu lassen. Und wäre er eingeäschert worden, dann hätte es nie wieder irgendwelche Untersuchungen wirklich geben können in dem Fall, weil es eben keine Leiche mehr gab, man hätte keine Tests mehr machen können, man hätte spekulieren müssen und vielleicht wäre dann auch alles anders ausgegangen. Aber zum Glück für Gregs Familie haben sie es rechtzeitig geschafft, die Ermittler zu überzeugen. Der ganze Vorgang wurde aufgehalten und man hat sich den Fall noch einmal genauer angeschaut. Und bei diesem zweiten Blick auf den Fall fiel dem Gerichtsmediziner dann etwas auf, was er bei der ersten Autopsie nicht bemerkt hat. Bei der ersten Autopsie hatte man natürlich auch Bluttests vorgenommen und in Gregs Blut Spuren von Oxycodon und Clonazepam gefunden. Beides Medikamente, die Kristen zu Hause hatte, beides Medikamente, zu denen Greg Zugang gehabt hatte und ja, es machte Sinn, dass er sich damit das Leben genommen hatte, deswegen hat man auch nicht weiter getestet. Erst bei diesem zweiten Blick auf die Bluttests hat man dann etwas gefunden, worauf Gerichtsmediziner normalerweise nicht testen, weil es so selten ist in solchen Fällen. Man fand in Gregs Blut neben diesen beiden bereits genannten Medikamenten ein Medikament mit dem Namen Fentanyl. Und das nicht zu knapp, eine sehr hohe Dosis, eine auf jeden Fall tödliche Dosis. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das unter anderem als Schmerzmittel oder auch für Anästhesien genutzt werden kann. Allerdings wirklich nur in wirklich, wirklich kleinen Dosen. Im Vergleich dazu ist Oxycodon, von dem man ja zunächst angenommen hatte, dass er das genommen hat, nur zweimal, ich meine, so stark wie Morphin. Also wirklich eine sehr, sehr starke Wirkung, weswegen Fentanyl auch nicht so oft getestet wird in solchen Situationen. Es ist relativ unwahrscheinlich, da auf legalem Wege ranzukommen, auch auf illegalem Wege wohl relativ schwierig, da ranzukommen. Und es muss ganz genau dosiert werden, weil es wirklich schon in kleinen Dosen tödlich enden kann. Es ist so stark und so gefährlich, damit überzudosieren, dass man das wirklich nicht einfach mal eben so benutzt oder auch nicht pur einfach so gibt. Ab 2 Milligramm bei einem normalgewichtigen, normalgroßen, ausgewachsenen Erwachsenen kann das schon tödlich enden. 2018 wurde Fentanyl tatsächlich auch benutzt für eine Hinrichtung in Nebraska. Also es war Teil von dieser Wirkstoffmischung, die da zugeführt wurde, um einen Doppelmörder hinzurichten. Also es ist wirklich jetzt nichts, was man mal eben so in seinem Medikamenteschrank stehen hat. Die weiteren Untersuchungen von Gregs Blut wurden dann übertragen auf die Gerichtsmedizin in Los Angeles, weil man da einen Interessenskonflikt hatte mit der Gerichtsmedizin in San Diego, weil ja seine Frau dort auch angestellt war und auch die Affäre von seiner Frau dort angestellt war. Und hier hat man dann bei Tests festgestellt, dass Greg 7-mal die, ja, normale Höchstdosis an Fentanyl in seinem Blut hatte. Wie gesagt, es ist super schwer, da legal ranzukommen. Also eigentlich kommt man nur in Laboren oder dergleichen daran. Das ist nichts, was man sich mal eben irgendwie so bestellen kann. Und seine Familie war ab diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass Greg sich nicht selbst das Leben genommen hat, sondern dass er ermordet wurde. Der Verdacht war naheliegend, denn Kristen arbeitete in der Toxikologie. Das heißt, sie hatte auf jeden Fall Zugang zu solchen Substanzen. Und es gab dann eine Überprüfung von allen Beständen und allen Testproben dort in dem Labor, in dem Kristen arbeitete. Anscheinend haben sie diese Überprüfungen nicht regelmäßig durchgeführt. Warum dem nicht so ist, kann ich nicht sagen. Aber bei dieser Prüfung wurde dann festgestellt, dass in 8 von 7 erst vor kurzem durchgeführten Tests, in denen Meth als Beweismaterial genutzt wurde, diese Methproben verschwunden waren und dass kleinere Mengen Oxycodon und Clonazepam fehlten und dass insgesamt 15 sichergestellte Fentanylpflaster verschwunden sind aus diesem Labor. In der Wohnung selbst konnten keine Beweise für solche Pflaster oder andere Utensilien wie Spritzen oder dergleichen gefunden werden. Dennoch ist Gregs Familie sich sicher, dass Kristen Greg aus dem Weg schaffen wollte. Wie genau sie ihm dieses Fentanyl zugeführt hat, das konnte man jedoch, wie gesagt, nicht sagen, weil man keine Utensilien gefunden hat.
Anscheinend stand auf seinem Nachttisch, als er gefunden wurde, ein Glas mit einer Flüssigkeit und dieses Glas wurde nicht untersucht. Es ist möglich, dass es nur Wasser war. Es kann auch sein, dass sich etwas anderes dort drin befunden hat. Das wurde nie getestet. Kristen Rossum wurde am 4. Dezember 2000 gekündigt von ihrer Arbeitsstelle wegen ihres Meth-Problems. Und ihr Boss Michael Robertson ist dann einen Monat später ebenfalls gekündigt worden, weil er von ihrem Meth-Problem wusste und nichts gesagt hat und sie auch nicht abgemahnt hat und weil er eine Affäre mit einer Angestellten hatte. Man hat die Arbeitsplätze der beiden vorher auch noch einmal durchsucht und hat bei Kristen einen leeren Drogenbeweismaterial-Umschlag gefunden, in dem sich eigentlich Meth hatte befinden sollen. Außerdem hat man eine Meth-Pfeife bei ihr gefunden mit ihrer DNA daran, also nochmal ein Beleg dafür, dass sie diese Drogen konsumiert hat, anscheinend sogar bei der Arbeit konsumiert hat. Und in ihrer Schublade fand man Rosenblätter und einen Liebesbrief von Michael. In Michaels Büro fand man über 30 Forschungsartikel, die erklärten, wie man Fentanyl am besten anwendet und wie es dann später festgestellt werden kann im Blut. Kristen Rossum wurde dann schließlich festgenommen und angeklagt für den Mord an ihrem Ehemann Greg. Michael Robertson hat die ganze Zeit behauptet, dass er nichts mit der ganzen Sache zu tun hat, absolut nichts davon wusste, was da passiert ist oder ob Kristen das war, ob sie es geplant hat. Und er hat sich auch, bevor er befragt werden konnte, dann nach Australien abgesetzt, wo er wohl bis heute verweilt und deswegen konnte nie festgestellt werden, ob er in die ganze Sache mitverwickelt war. Die Tatsache, dass man all diese Artikel gefunden hat bei ihm, kann auf der einen Seite sein, dass er das alles nur für die Arbeit recherchiert hat. Es ist aber doch schon ein sehr seltsamer Zufall. Das Gerichtsverfahren gegen Kristen Rossum begann im November 2002. In Kalifornien gibt es eine besondere Klausel, die besagt, dass wenn es ein Mord durch Vergiftung war, wie es dann ja Kristen angelastet wurde, dass das als ein besonderer Umstand gewertet wird, was dann dazu führen kann, dass am Ende als Strafmaß auch die Todesstrafe im Raum steht. Das heißt, als das Verfahren begann, war nicht klar, ob Kristen vielleicht am Ende selbst auch hingerichtet wird durch eine tödliche Injektion. Die Theorie der Staatsanwaltschaft war, dass Kristen zunächst versucht hatte, ihren Ehemann mit Clonazepam zu töten, dass das aber nicht funktioniert hat und sie dann deswegen Fentanyl genutzt hat, um sicherzugehen, dass er wirklich stirbt. Die Verteidigung stimmte mit der Staatsanwaltschaft insofern überein, als dass auch sie glaubten, dass Greg an einer Überdosis Fentanyl gestorben ist. Sie gingen jedoch davon aus, dass Greg sich das selbst zugefügt hat, dass er sich selbst umgebracht hat, weil er mit der Situation nicht mehr klarkam und nicht mehr ohne Kristen leben wollte. Die Staatsanwaltschaft hat sich in ihrer Argumentation besonders an den Rosenblättern festgehalten und das hat auch dafür gesorgt, dass der Fall in den Medien oft als American Beauty Murder beschrieben wird. Denn ich weiß nicht, ob euch der Film bekannt ist, aber in dem Film American Beauty gibt es auch eine berühmte Szene von einer jungen Frau, ich meine sogar einer Teenagerin, in einem Meer aus Rosenblättern. Und Kristen hatte Freunden gegenüber schon seit Jahren geschwärmt, dass, und es war allgemein bekannt, dass das ihr absoluter Lieblingsfilm war. Sie hatte den Sanitätern und den Ermittlern dann auch später erzählt, dass sie aus der Badewanne gekommen ist, Greg im Bett fand, die Decke zurückzog und dann unter der Decke rund um seinen Körper ganz viele Rosenblätter gefunden hat. Aber als die Sanitäter dann vor Ort waren, haben sie weder Rosenblätter auf der Matratze gefunden, noch unter Gregs Körper, wo auf jeden Fall Rosenblätter hätten sein müssen, wenn sie ihn dann wirklich sofort vom Bett gezogen hat. Also ihr müsst euch vorstellen, er liegt auf dem Bett, rund um ihn rum sind Rosenblätter gelegt und sie packt ihn und zieht ihn vom Bett. Das würde bedeuten, dass auf der Matratze natürlich noch irgendwo Rosenblätter sind. Sie kann die ja nicht alle mit einem Mal mit runtergeschoben haben. Allerdings hat man nur auf dem Boden des Schlafzimmers und ein paar auf der Decke Rosenblätter gefunden und die meisten lagen um Greg herum. Man hat außerdem in nächster Nähe von seinem Körper einen abgetrennten Rosenstängel gefunden und in der Wohnung der beiden auch einen Beleg. Ich habe euch erzählt, dass Kristen ihren ganzen Ablauf von dem Abend sehr durchgetaktet beschreiben konnte, wann sie wo war, unter anderem, dass sie um 18.30 Uhr einkaufen gegangen ist. Man hat dann auch den Kassenbeleg von diesem Abend gefunden, der ihre Geschichte auf jeden Fall bestätigte. Sie war einkaufen und sie hat an diesem Abend für $12,41 eingekauft. Sie hat eine Suppe gekauft, Erkältungsmedizin, ein Feuerzeug
und eine Rose. Eine einzelne Rose. Was mit dieser Rose passiert ist und warum man die nirgendwo in der Wohnung gefunden hat, wohl aber Rosenblätter, von denen Kristen behauptet hat, dass die noch von den Rosen stammen würden, die Greg ihr vor Wochen zu ihrem Geburtstag geschenkt hat, das konnte nicht so wirklich geklärt werden. Wie gesagt, das ist etwas, woran sich die Staatsanwaltschaft sehr aufgehängt hat, an diesen Rosenblättern und an dieser Version, wie Kristen angeblich ihren Ehemann vorgefunden hat. Im Gerichtsverfahren wurde unter anderem als Zeuge Gregs Boss, Stefan Grunewald, gehört. Und er hat darüber gesprochen, dass Greg normalerweise sehr locker war bei der Arbeit, aber wenige Tage vor seinem Tod sehr angespannt wirkte und nicht nur angespannt, weil er vielleicht traurig war, dass etwas in der Ehe nicht ganz glatt lief, sondern nervös, als ob er Angst hatte, wirklich sehr, sehr schreckhaft. Und dass er schon an dem Morgen, an dem Greg dann nicht zur Arbeit gekommen ist, ein seltsames Gefühl hatte. Er hat dann abends zwischen 21 und 21.30 Uhr bei Greg zu Hause angerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Sanitäter dann wohl schon vor Ort, also muss es nach 21.22 Uhr gewesen sein, und hat nach Greg gefragt, weil er sicher gehen wollte, dass alles in Ordnung ist. Kristen war am Telefon und hat geweint und ihm gesagt, wir haben gerade den Notarzt da, Greg geht es nicht gut. Daraufhin hat Gregs Chef sich dann selbst so ein bisschen auf die Suche nach Antworten gemacht und hat rumtelefoniert, hat dann anscheinend sogar mit Michael Robertson, also mit Kristens Boss und Affäre, telefoniert. Und dieser hat ihm dann gesagt, dass er ja nicht so viele Fragen stellen solle über Greg. Gregs Chef hat dann nochmal mit Kristens Mutter telefoniert. Sie hat behauptet, er hätte Hustensaft genommen und noch irgendwelche anderen Medikamente. Und das hätte dann dafür gesorgt, dass er eine allergische Reaktion oder eine sehr schlechte Reaktion bekommen hat, was absolut gar keinen Sinn gemacht hat, weil Greg erstens, wie gesagt, keine Medikamente mochte und zweitens genau in diesem Bereich gearbeitet hat und es wirklich sehr abwegig schien, dass er sich nicht darüber im Klaren war, was er da nahm und was das für Auswirkungen auf seinen Körper haben könnte. Davon ab hat ja die Gerichtsmedizin festgestellt, dass Greg schon 6 bis 12 Stunden bewusstlos war, bevor er dann gestorben ist. Und wenn er eine allergische Reaktion gehabt hätte, dann wäre das sofort aufgetreten und nicht erst nach 6 oder 12 Stunden. Weil ihm das alles so seltsam vorgekommen ist damals, hat Gregs Chef dann auch einen Brief an die Ermittler geschrieben. Und dieser Brief war unter anderem mit ausschlaggebend dafür, dass Greg nicht eingeäschert wurde und dass man den Fall noch einmal aufgerollt hat, weswegen er dann eben im Gerichtsverfahren auch noch mal gehört wurde. Dr. Blackburn, der Gerichtsmediziner in diesem Fall, wurde natürlich ebenfalls noch gehört. Er hat über die hohen Werte an Fentanyl im Blut gesprochen. Er hat auch darüber gesprochen, dass man Clonazepam im Blut gefunden hat, allerdings keine so hohe Dosis, dass sie tödlich gewesen wäre. Schon hoch, aber nicht hoch genug, um überzudosieren, obwohl er dann auch nochmal anmerken musste, dass nachdem eine Person gestorben ist, die Blutwerte nochmal anders sein können, also dass sich das Ganze noch so ein bisschen zersetzt hat und deswegen die Konzentration im Blut vielleicht nicht so hoch mehr ist, wie sie ursprünglich gewesen ist, als die Person noch am Leben war. Es wurde aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass Oxycodon und Clonazepam eine Wirkung aufeinander haben, dass sie quasi die Wirkung vom anderen Medikament gegenseitig noch einmal verstärken, was natürlich auch eine Rolle in diesem Fall spielen kann, aber unter keinen Umständen kann man da über diese sehr, sehr hohe Fentanyl-Konzentration hinwegsehen. Ein Experte mit dem Namen Dr. Stanley wurde ebenfalls gehört. Er hat noch einmal ganz genau über die Auswirkungen von Fentanyl im Körper gesprochen und auch über eine Überdosis. Er hat auch darüber gesprochen, wie man es nimmt. Es gibt verschiedene Arten, wie man Fentanyl zufügen kann und dementsprechend auch verschiedene Zeiträume, wie das Ganze wirkt. Also es gibt einmal diese Patches, die ich Pflaster genannt habe jetzt. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze durch den Mund zu konsumieren, also oral zu konsumieren. Und dann gibt es die Möglichkeit einer Injektion. Er hat aber darauf hingewiesen, dass es unwahrscheinlicher ist, dass er es oral zu sich genommen hat, weil die Leber um die 65% davon dann schon vernichtet und deswegen nur so 35% von dem Fentanyl dann auch in den Blutkreislauf kommen und diese Dosis in seinem Blut war so hoch, dass es eigentlich auszuschließen ist. Es wurden mehrere Experten zu dem Thema gehört. Keiner von ihnen konnte genau sagen, wie das Fentanyl in Gregs Körper gelangt war. Aber die meisten von ihnen waren sich einig, dass es
mehrere Punkte gegeben haben muss, an dem es zugefügt wurde. Also nicht einmal eine große Dosis, sondern mehrere, zwei, dreimal, die ihm das Fentanyl zugeführt wurde oder er es sich selbst zugeführt hat. Nun klingt das alles erstmal sehr wirr und durcheinander. Man weiß nicht genau, wie er es bekommen hat. Man hat keine Beweise dafür gefunden, wo es herkam, wie er da rangekommen sein soll. Und ja, die Staatsanwaltschaft hatte auch wirklich nicht so richtig eine Smoking Gun in dem Fall, wo sie sagen konnten, das ist die Tatwaffe, wir können beweisen, Kristens Fingerabdrücke sind hier, sondern es waren wirklich eine Anklage, die auf Indizien aufgebaut hat. Was der Staatsanwaltschaft sehr in die Karten gespielt hat, war, dass die Theorie der Verteidigung noch sehr viel weniger Sinn gemacht hat als die der Staatsanwaltschaft. Denn die Verteidigung hat ja gesagt, dass sie auch der Meinung waren, dass das Fentanyl für Gregs Tod verantwortlich war, dass er sich aber selbst zugeführt haben musste. Nun haben die Experten gesagt, dass es mehrere Injektionen oder dergleichen von Fentanyl gegeben haben muss. Er kann sich nicht alles auf einmal selbst gegeben haben, denn dann wäre er sehr viel schneller gestorben, dann wäre seine Blase nicht so voll gewesen, seine Lunge wäre nicht in diesem Zustand gewesen. Es ist deutlich, dass er eine lange Zeit lang bewusstlos war. Bewusstlos heißt, er war nicht in der Lage, sich selbst an mehreren Zeitpunkten dieses Fentanyl zuzufügen. Hinzu kommt, dass Kristen behauptete, sie sei gegen Mittag nach Hause gekommen, hätte mit ihrem Ehemann noch gesprochen und mit ihm Suppe gegessen, was sehr unwahrscheinlich scheint, wenn man sich, wie gesagt, den Zustand seines Körpers anschaut, den Zustand seiner Blase, den Zustand seiner Lunge, diese hohe Konzentration in seinem Blut. Er wäre erstens nicht in der Lage gewesen, mit ihr am Tisch zu sitzen und Suppe zu essen und zweitens deuten Lunge und Blase darauf hin, dass er 6 bis 12 Stunden vor seinem Tod, was so rund um 20 Uhr gewesen sein muss, also mindestens eine Stunde bevor Kristen den Notruf gewählt hat, dass er da schon nicht mehr bei Bewusstsein war. Er ist da schon in ein Koma gefallen. Er wäre also auf gar keinen Fall in der Lage gewesen, mit ihr zusammen Suppe zu essen. Die ganze Verteidigungsstrategie war damit hinfällig. Und weil das alles so hinfällig war, wurde Kristen dann am Ende auch schuldig gesprochen. Sie musste sich am Tisch festhalten, als das Urteil gesprochen wurde und hat panisch zu ihrer Familie hinübergeblickt. Die Strafmaßfestsetzung erfolgte am 12. Dezember 2002. Zu diesem Zeitpunkt war Kristen 26 Jahre alt. Sie bekam ein Urteil von lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Kristens Familie hat bis zum Schluss daran festgehalten, dass sie Greg niemals ermordet hätte. Sie hat ihm viel zu viel zu verdanken und es sei eine Sache, unglücklich zu sein in einer Ehe. Und das war sie wohl, wie dann später rauskam, schon länger. Es war jedoch was ganz anderes, einen Mord zu begehen und einen Mord auch so zu planen, wie es ihr dann am Ende unterstellt wurde. Kristen hat über die nächsten Jahre einige Einsprüche eingereicht. Einen etwas ausführlicheren im September 2010. Hier hat sie unter anderem angeführt, dass ihre Verteidigung sie nicht gut vertreten hatte. Sie hatte nämlich darum gebeten, dass nochmal getestet wird, ob es vielleicht eine Verunreinigung der Proben gegeben haben könnte. Denn bevor es eine zweite Prüfung der Proben gab, in denen dann das Fentanyl gefunden wurde, wurden die Blutproben noch in der Gerichtsmedizin in San Diego County aufbewahrt. Und hier hatten sehr viele Leute freien Zugang zu den Proben. Die waren nicht irgendwie versiegelt oder sonst wie geschützt, weswegen sie eben eine Prüfung sich gewünscht hätte oder auch sich gewünscht hätte, dass hinterfragt wird, ob das alles wirklich so mit rechten Dingen zugegangen ist oder ob sich da nicht vielleicht jemand an diesen Proben vergriffen hatte, um ihr irgendwie was in die Schuhe zu schieben, sie da irgendwie zu framen für das Ganze. Denn ihre Verteidigung hat sich ja sehr schnell darauf eingeschossen zu sagen, ja, wir prüfen das gar nicht weiter mit dem Fentanyl, wir legen uns jetzt einfach darauf fest, dass er sich damit selbst umgebracht hat und das hat ihn dann am Ende das Genick gebrochen, denn wie gesagt, es ist nicht möglich, es ist klinisch nicht möglich, dass er sich selbst diese hohe Dosis zugefügt hat und sein Körper dann in diesem Zustand war. Es macht keinen Sinn. Was sie ausgesagt hat, dass sie noch mit ihm gesprochen hat in diesem Zustand, macht keinen Sinn. Das Einzige, was man vielleicht noch anführen könnte, ist eben, dass es vielleicht eine Verunreinigung dieser Proben gab, dass da irgendjemand noch etwas zugefügt hat, was vielleicht auch erklären würde, warum die Konzentration dann so hoch war in den Proben und dass die Konzentration von Clonazepam und Oxycodon eigentlich höher gewesen ist und sich dann aber schon so weit zersetzt hatte, dass man das
nach dem Tod in den Proben nicht mehr so nachvollziehen konnte, dass es vielleicht doch hoch genug war, dass er sich damit selbst das Leben genommen hat. Was meint ihr zu dem Ganzen? Es gibt, wie gesagt, keine handfesten Beweise dafür. Es klingt sehr schlüssig, dass Kristen Greg einfach loswerden wollte, dass es ihr vielleicht zu anstrengend war mit der Scheidung und dem Ganzen. Dann könnte man aber wiederum sagen, er wusste ja schon von der Affäre, er wusste, dass sie gehen will, soll ihr aber auch gedroht haben, ihre Karriere zu zerstören. Also vielleicht war das auch ihr Antrieb. Sie hatte Zugang zu all den nötigen Medikamenten, zu all den nötigen Substanzen. Sie hätte Zugang zu Greg gehabt, wäre in der Lage gewesen, ihm das alles zuzuführen und danach die Beweise zu vernichten, bevor sie dann den Notruf gewählt hat. Und sie hat eben diese eine Rose gekauft. Möglicherweise, um ja, das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu gestalten. Wie man auf so eine Idee kommt und warum man so etwas dann noch ja, so in Szene setzen muss, erschließt sich mir einfach nicht. Was meint ihr zu dem Ganzen? Wie steht ihr zu diesem Fall? Ich finde, es ist ein sehr trauriger Fall, sollte es wirklich so gewesen sein, dass Kristen ihn ermordet hat. Denn nach allen Angaben hat Greg sich wirklich größte Mühe gegeben, irgendwie sich mit ihr zusammen ein gemeinsames Leben aufzubauen. Natürlich steckt man nie hinter den Kulissen, man weiß nicht, wie der Umgang war. Und sollte es wirklich so sein, wie Kristen erzählt hat, und es gab eine Situation, wo das Ganze handgreiflich wurde, dann ist es natürlich in keinster Weise irgendwie zu entschuldigen oder schön zu reden oder zu relativieren. Es würde mich wirklich interessieren, wie ihr zu dem Ganzen steht. Glaubt ihr, dass Kristen Greg umgebracht hat? Vielleicht auch, damit er sie nicht bei der Arbeit anschwärzt und sie ihre Karriere weiterverfolgen kann? Oder glaubt ihr, dass sich da vielleicht doch jemand an den Proben zu schaffen gemacht hat? Ich hoffe, dieses Video war für euch interessant. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich weiß, es war viel, ja, Theoretisches über Substanzen und ich musste mich da auch erstmal einlesen und hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich für euch wiedergeben konnte. Es ist sehr interessant für mich gewesen. Ich habe jedoch auch immer so ein bisschen Angst, dass das hier jemand guckt, der sich wirklich damit auskennt und einfach nur die Augen verdreht und sich denkt, oh mein Gott, was erzählt sie da? Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, das war für euch irgendwie nachvollziehbar, was da so die Argumentationskette war. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr zu dem Ganzen steht, was ihr meint, was wirklich passiert ist. Ich hoffe, dieses Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.